Hallo, ich bin Johannes Falk. Ich bin Sozialarbeiter und Leiter vom Caritas Kinder- und Jugendzentrum Steinhaus. Und du kommst mal mit rein und ich zeig dir ein bisschen, was unsere Arbeit ist. Das ist hier unser Büro, unser Reich, wo unsere Arbeit passiert. Mein Kollege Marcel sitzt gerade da und schreibt Teilnahmebestätigung. Der typische Arbeitsablauf sieht eigentlich so aus, dass ich im Vormittagsbereich, wo noch keine Besucher da sind, viel am Rechner auch sitze, vormittags erstmal Mails schreibe, irgendwie Konzeptarbeit mache, Angebote plane. Also sehr viel administrative Arbeiten und dann im Mittagsbereich kommen dann die Kinder und Jugendlichen und dann beginnt eigentlich so unsere eigentlich oder meine so sozialarbeiterische Arbeit. Weiß ich, die klassischen Jugendclub-Aktivitäten wie Kickern, ein bisschen Quatschen oder sonstige Dinge. Allerdings ist mir auch als Sozialarbeiter viel höher so ein bisschen der höherschwellige Bildungsansatz ein Anliegen. Also angefangen vom Kochangebot über Ernährung, über Auseinandersetzung mit thematischen Themen. Was ansonsten hier wichtig ist in der Arbeit, ist, dass es trotzdem ein Bereich ist, der nicht von A bis Z durchstrukturiert ist. Eher so, dass wir halt Angebote haben, die jeder von uns einzeln mal macht am Tag. Aber ansonsten keine feste Aufgabe so primär in dem Sinne haben, sondern wir müssen halt auf die Kinder und Jugendlichen, auf die Besucher zugehen und gucken, okay, was sind denn gerade deren Interessen? Philipp ist ein großer S-Bahn-Fan und U-Bahn-Fan und wir spielen häufig oder in Art von Rollenspielen so S-Bahn-Situationen nach und hin und wieder passiert auch mal ein Unfall. Wir brauchen eure Hilfe. Der Fahrer, der hat gerade einen Herzstillstand erlitten. Okay, bleiben Sie ruhig, wir kommen sofort. Wir sind in 2 Minuten da. Wenn wir Ferienfahrten machen, wenn wir hier Alltagsaktivitäten planen, wenn wir Angebote planen, sei es Theater oder Tanz, dann kommen die Impulse im Regelfall von den Besuchern. In der Jugendfreizeiteinrichtung sind wir so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau in dem Bereich, wo, sage ich mal, die Sorgen in so einem Pool landen. Das heißt, die Jugendlichen kommen mit allen Themen, die so im Laufe eines Erwachsenwerdens halt passieren können. Also angefangen über Probleme einfach mit Mama und Papa oder in der Schule, über tatsächlich wirklich auch üble Sachen, häusliche Gewalt, Missbrauchserfahrungen, Drogenerfahrungen, Schulden. Vieles können wir bearbeiten. Aber wenn es dann halt wirklich um richtige Hilfeleistung geht, dann vermitteln wir an unsere Kooperationspartner, an Einrichtungen vom Caritasverband, an Beratungsinstitutionen. Dienstag, der 19. Mein Arbeitsschluss ist im Regelfall um 18 Uhr. Meine Kollegen arbeiten aber ein bisschen länger. So, also so gibt es dann auch mal einzelne Samstagsöffnungszeiten, Veranstaltungen, wo es dann halt auch mal wirklich spät nach hinten rausgeht. Es geht dann auch mal mit Aufräumen bis 2, 3. Also die Arbeitszeiten sind dann halt auch in Teilen durchaus flexibel.